Neues im vermissten Fall der Berliner Schülerin Rebecca Reusch. 2019 verschwand die Schülerin aus dem Haus ihres Schwagers spurlos. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen. Jetzt, zum 4. Jahrestag, hat die Mordkommission nochmal alle Spuren, alle Fakten zusammengetragen in einem Abschlussbericht. Und darin enthalten sind aber auch noch ungeklärte Fragen. Diese Fragen führten jetzt zu einer spektakulären Durchsuchung im Hause des Schwagers. Und im Zentrum dieser Durchsuchung steht ein Bademantel, dessen Gürtel auf unerklärliche Weise bis heute verschwunden ist. Ebenfalls sind die Ermittler nochmal mit einer Akustikmessung durch das Haus gegangen. Und die Frage hier ist, sollte es in der Nacht zu einer handfesten Auseinandersetzung, zu einem Todeskampf der Schülerin Rebecca geführt haben, hätte im Obergeschoss oder außerhalb des Hauses jemand die Schreie wahrnehmen können? Wenn ja, würde auch die Schwester der vermissten Schülerin ins Zentrum der Ermittlungen geraten? All das sind die Fragen, die jetzt geklärt und ausgewertet werden. Aber schauen wir doch mal zurück auf die Geschehnisse im Februar 2019, als die Schülerin verschwunden ist. Rebecca Reusch, 15. Das Berliner Mädchen mit den blonden Haaren. Sie liebt es, Videos und Selfies zu machen, so wie viele andere ganz normale Teenager auch. Sie wächst in einer Handwerkerfamilie auf, ist die jüngste von drei Töchtern. Laut ihrer Eltern ist sie lebenslustig, liebevoll, der Sonnenschein der Familie. Doch dieser Sonnenschein ist verblasst. Seit dem 18. Februar 2019 gibt es von ihr kein Lebenszeichen mehr. Wie kann es sein, dass ein 15-jähriges Mädchen in einer Großstadt wie Berlin einfach so verschwindet? Warum gibt es nicht diese eine Spur, die verbindlich verrät, was mit ihr passiert ist? Wurde Rebecca Opfer eines Verbrechens? Wurde ihr Leichnam in den unübersichtlichen Wäldern Brandenburgs versteckt? Was ist mit Becky, wie sie von ihrer Familie genannt wird, geschehen? Wir gucken, ob wir irgendwelche Hinweise finden, eventuell auch was von ihr, was sie bei hatte, ihr Telefon, ihre Jacke, ob hier irgendwas entsorgt wurde. Ist sie einfach weggelaufen? Warum auch immer? Die Ermittler haben einen schlimmen Verdacht. Das ist die kriminalistische Erfahrung, die wir hier berücksichtigen müssen. Wir haben umfangreiche Ermittlungen geführt, wurden keine Hoffnung mehr, dass Rebecca noch lebt. Über 2000 Hinweise bis heute. Massive Ermittlungsmaßnahmen der Polizei, private Suchinitiativen, unzählige Vermisstseiten in sozialen Netzwerken. Erfolglos. Bis jetzt gibt es keine Antwort auf die Frage, wo ist Rebecca Reusch? Bild Berlin-Chefreporter Matthias Becker begleitet diesen Kriminalfall von Anbeginn bis heute. Wo ist Rebecca? Die Spur führt in den Wald. Becky, wir finden dich. 8 Jahre arbeitet Matthias Becker als Polizeibeamter, wird dann Journalist. Der Fall Rebecca, für ihn bis heute der bewegendste, denn er ist selbst Vater. Wir hoffen, dass mit Ihrer Unterstützung der Polizei der entscheidende Hinweis gegeben werden kann. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Matthias Becker ist mit Staatsanwalt Martin Glage verabredet. Er hofft auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Das ist natürlich ein besonderer Fall, nicht nur, weil er in der Öffentlichkeit sehr diskutiert wird, sondern weil er ja auch besonders tragisch ist. Die Familie hat bislang keine Kenntnisse, wo ihre Tochter verblieben ist. Anhand der vorliegenden Fakten, Zeugenaussagen und Ermittlungen der Kriminalpolizei rekonstruieren wir einen der ungewöhnlichsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre. Was ist am Montag, den 18. Februar 2019 und in den Tagen danach passiert?
einen Tag vor dem Verschwinden von Rebecca, es ist Sonntag, der 17. Februar 2019, ist Rebecca noch mit ihrer Schwester verabredet. Ihre Schwester lebt mit der Tochter und Rebeccas Schwager zusammen in einem kleinen Einfamilienhaus hier in Berlin-Britz. Es wird der Ort sein, an dem Rebecca bis heute zum letzten Mal nachweislich gesehen wird. Die Schwestern machen sich vor Rebeccas neuer Schulwoche einen entspannten Abend. Rebecca ist gerne bei ihrer 12 Jahre älteren Schwester Jessica und dem Schwager. An diesem Abend sind die beiden jungen Frauen allein zu Hause. Der Schwager arbeitet als Koch in einem Hotel und feiert dort mit Kollegen zusammen eine verspätete Weihnachtsfeier. Gegen 23 Uhr gehen die Schwestern schlafen. Jessica in der ersten Etage ihres Hauses. Rebecca, wie so oft, wenn sie zu Besuch ist, auf der Couch im Wohnzimmer. Gegen 5.45 Uhr kommt der Schwager von der Firmenfeier nach Hause. Auch er legt sich im ersten Stock hin zu seiner Frau. Später kommt heraus, er war noch im Internet, im Hausrouter eingeloggt. Soll Pornofilme geschaut haben. Gegen 7 Uhr verlässt Rebeccas ältere Schwester Jessica das Haus. Mit der kleinen Tochter. Wir wissen von einem Foto, das sie noch an eine Freundin geschickt hat, am Morgen vor ihrem Verschwinden, das darauf hindeutet, dass sie eben zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat. Um 7.20 Uhr versucht Rebeccas Mutter, ihre Tochter anzurufen. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Doch Rebeccas iPhone ist aus. Mailbox. Wieder versucht Rebeccas Mutter, ihre Tochter zu erreichen. Doch wieder geht niemand ran. Rebeccas Mutter versucht, ihren Schwiegersohn zu erreichen. Doch der, so die Aussage bei der Polizei, drückt sie zunächst weg. Wenig später meldet er sich doch. Rebeccas Schwager geht während des Telefonats zum Wohnzimmer. Seiner Aussage nach ist Rebecca nicht mehr da. Auch ihre Sachen nicht. Für die Familie kein Grund zur Sorge. Rebecca ist auf dem Weg zum Unterricht in der Walter-Gropius-Schule. Davon gehen sie aus. Doch bis zum späten Nachmittag, weit nach Schulschluss, ist Rebecca nicht zu erreichen. Gegen 16.30 Uhr der Schock. Ihr Lehrer gibt an, sie war nicht in der Schule. Ihre Eltern verständigen die Polizei. Die hält sich zunächst bedeckt. Im Alter 14 bis 16, die Pubertät, da laufen Jugendliche auch mal weg. Der Sachverhalt muss erforscht werden. Und das dauert meistens eine gewisse Zeit. Rebeccas Familie will nicht warten. Startet über die sozialen Netzwerke eine eigene Suche nach der 15-Jährigen. Die Anteilnahme riesig. Dann ermittelt auch die Kriminalpolizei. Die Polizei veröffentlicht am Donnerstag, den 21. Februar, eine Vermisstenanzeige inklusive Foto. Seit 3 Tagen ist Rebecca nun schon verschwunden. Die Bushaltestelle Alt-Buko befindet sich nur 700 Meter vom Wohngebiet entfernt. Ist ihr auf dem Weg zur Schule etwas passiert? Die Zeugen geben an, Rebecca hier an dieser Bushaltestelle das letzte Mal gesehen zu haben. Die Buslinie M11 fährt direkt zu ihrer Schule. Diesen Weg nimmt Rebecca normalerweise. Die Ermittler werten sämtliche Kameras der Buslinien aus. Rebecca ist darauf nicht zu sehen. War sie überhaupt an der Haltestelle? Eine Kamera in der Bäckerei an der Bushaltestelle zeigt genau in Richtung Bürgersteig. Doch auch auf den Aufnahmen ist Rebecca nicht zu sehen. Alle Zeugenaussagen auch, die meinten, sie mit einer Decke oder ohne Decke oder was auch immer gesehen zu haben. Das ist, konnte nach einer weiteren Vernehmung alles relativiert werden und hat uns überhaupt nicht weitergebracht. Verzweifelt versucht Rebeccas mittlere Schwester Vivian selber zu suchen. Mit Freunden und vielen Freiwilligen läuft sie das direkte Umfeld im Bezirk Rodo ab. Wir gucken, ob wir irgendwelche Hinweise finden, eventuell was von ihr, was sie bei hatte, ihr Telefon, ihre Jacke, ob hier irgendwas entsorgt wurde und einfach schauen, ob wir einen Hinweis doch irgendwie finden. Die Polizei veröffentlicht inzwischen Details. Rebeccas Kleidung, Schuhe und Rucksack der Marke Vans, ihre Plüschjacke und Handtasche, den Hoodie ihrer Lieblingsband BTS, zudem eine Digitalkamera und diese lila Decke aus dem Haus der Schwester und des Schwagers.
All diese zum Teil auffälligen Sachen sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei bittet um Hinweise. 10 Tage nach dem Verschwinden von Rebecca die Überraschung. Der Schwager wird festgenommen. Heute um 10 Uhr wurde ihm der Haftbefehl verkündet. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Wir gehen davon aus, dass nach so langer Zeit, die das Mädchen jetzt mittlerweile verschwunden ist, die auch sehr zuverlässig gewesen sein soll, dass das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Theorie der Polizei: Rebecca hat das Haus nicht lebend verlassen. Der Schwager hat die 15-Jährige und ihre Sachen später weggeschafft. Umgehend wird das Haus von Kriminaltechnikern durchsucht, jeder Winkel überprüft, die Suche nach einem entscheidenden Beweis. Wir haben keine konkreten Hinweise auf eine Gewalttat, auf eine Straftat dort im Hause gewinnen können, was auch letztlich dazu geführt hat, dass ein dringender Tatverdacht gegen den ja immer noch beschuldigten Schwager nicht aufrechterhalten werden konnte. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Erneute Festnahme. Wieder steht der Schwager unter Verdacht. Spezialisten durchkämmen riesige Waldgebiete in Brandenburg. Ist dieser Renault Twingo der Schlüssel, um das Rätsel zu lösen? Wurde Rebecca Opfer des perfekten Verbrechens? Wo ist sie? Die Ermittlungen ergeben: Am Tag von Rebeccas Verschwinden wurde das Auto des Schwagers auf der A12 an der Abfahrt Friedersdorf vom sogenannten Kesi aufgezeichnet. Das Kennzeichenerfassungssystem wird eingesetzt, um automatisch Kennzeichen, nach denen gefahndet wird, zu erfassen. Bis zu 3 Monate werden diese Daten gespeichert. So wird auch die Fahrt des Schwagers registriert. Zum ersten Mal wird das Auto am Tag von Rebeccas Verschwinden um 10.47 Uhr von diesem Kesi-System von der Kamera erfasst. Was gab es für jemanden so Wichtiges zu tun am Tag, nachdem er erst kurz zuvor von einer Firmenweihnachtsfeier nach Hause kam? Und nur einen Tag später wird der Renault mit der auffälligen Himbeerlackierung um 22.40 Uhr von dem Kesi-System Richtung Polen erneut erfasst. Und danach nicht mehr. Der Wagen ist vor der Grenze abgefahren. Einen Grund für die Fahrten unmittelbar nach Rebeccas Verschwinden gibt der damals Tatverdächtige nicht an. Die Indizien deuten für die Ermittler in eine klare Richtung. Der Beschuldigte ist in Frankfurt-Oder geboren und Verwandte von ihm leben noch in dem Bereich zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Wir hatten durch die Kesi-Aufnahmen Hinweise darauf, dass möglicherweise die Leiche von Rebecca dorthin verbracht worden sein könnte und haben deswegen die Suche vorwiegend auf diesen Bereich konzentriert. Wurde Rebeccas Leichnam in den Wäldern zwischen Berlin und Frankfurt-Oder versteckt? Im Februar 2019 herrschten milde Temperaturen um die 10 Grad. Hundertschaften rücken aus, durchsuchen Wälder, Seen, Sümpfe. Die Polizei ist sich zu diesem Zeitpunkt sicher. Wir wissen, was passiert ist, brauchen jedoch Beweise. Sie veröffentlicht am 6. März 2019 Fotos des Twingos und Fotos des Schwagers. Nicht wie hier verfremdet, sondern klar zu erkennen. Trotz allem steht Rebeccas Familie zu ihm. Betont dies in den Medien. So auch in der MDR-Sendung Die Spur der Täter. Halten Sie Ihren Schwiegersohn für schuldig? Nein, gesagt nein. Sie haben immer noch keinen Beweis, trotz Spurensuche, Leichenhunde etc. kam ja nichts dabei heraus. Mike und 2 Bilder beweisen für mich nichts. Die Suchmaßnahmen der Polizei gehen in den Wochen danach intensiv weiter. Das Problem: Das Waldgebiet hier rund um Storkow ist riesig. Der Renault Twingo wird auf Spuren überprüft. Zudem wollen Zeuginnen einen Mann mit Basecap beim Ort Kummersdorf nahe der A12 beobachtet haben. Laut Aussage rennt dieser in den Wald zurück, als er gesehen wird. Doch alle Ermittlungen bringen nichts. Sollte Rebecca tot sein und ihre Leiche hier irgendwo verborgen sein, so gibt es laut der Ermittler die Hoffnung, dass das Wasser sie irgendwann freigibt und sie irgendjemand finden kann. Der Schwager bleibt bei seiner Aussage, er habe mit dem Verschwinden nichts zu tun. Die Fahrten nach Brandenburg begründet er mit angeblichen Drogengeschäften. Am 22. März 2019 wird er wieder freigelassen. 1 Jahr vergeht.
Bild berichtet regelmäßig über den aktuellen Stand. Bis heute geben Familie, Freunde und die Polizei nicht auf. Ich selbst habe noch voraussichtlich 9 Dienstjahre und würde mit der zuständigen Mordkommission gerne diesen Fall noch lösen. Die Polizei interessiert besonders, wer kann Angaben zu Rebeccas persönlichen Sachen machen, die bis heute verschwunden sind. Gesucht werden schwarze Schuhe und ihr roter Rucksack der Marke Vans, ihr weißer Kapuzenpullover BTS Rap Monster, ihre Plüschjacke und Tasche sowie ihre Kamera und ihr iPhone 6. Wurden diese Sachen jemandem zum Kauf angeboten? Außerdem, wer hat ab dem 18. Februar 2019 Auffälliges im Bereich der A12 rund um Storkow im Osten Brandenburgs beobachtet? Einen Renault Twingo mit auffälliger Himbeerlackierung gesehen und sich bis heute nicht gemeldet? Bei ernstzunehmenden Hinweisen bitte ich um Mitteilung an jede Polizeidienststelle oder eben an die Polizei Berlin. Telefonnummer 030-4664-4664. Auf den Internetseiten der Polizei können auch anonym Hinweise gegeben werden.